Ich sag Tentakel hier, Tentakel dort, ich steck mir Tentakel in den Mund. Mm, ja. Tentakel, Tentakel in den ja. Mund. Tentakel, ich mag Tentakel, vor allem mittwochs im Mund. Tentakel den ganzen Tag, vor allem in den Mund. Am Donnerstag, da esse ich sie mit meinem Mund. Die Tentakel, am Freitag kotze ich sie wieder aus und am Samstag mache ich einen Pfannkuchen noch daraus. Tentakel. Willkommen zu einem kleinen Werbevideo für meine Götter. Nein, nicht für meine Götter. Eigentlich bin ich Gott. Ihr dürft niemals vergessen, dass ich der wahre Gott hier bin. Ich bin Gott. Nicht vergessen. Was ihr wissen müsst, ist, ich möchte euch ein paar Sachen zeigen. Beziehungsweise ein kleines Werbevideo machen zu meiner kleinen Kollegschaft, den Gaming Clerks. Da habe ich ihnen nicht versprochen. Und die haben mich voll dazu verpflichtet, weil sonst bringen die mich um. Nein, haben sie nicht. Kleiner Scherz. Ich möchte euch einfach nur mal ein kleines Review machen, weil ich das noch nicht gemacht habe und ich das noch gerne nochmal ein paar Sachen sagen möchte dazu. So, das war der kleine Tentakel-Song gewesen. Der ist natürlich echt interessant gewesen. Das ist, drückt gleich alles aus, was du über die Gaming Clerks wissen musst. Nein, natürlich nicht. Ich möchte euch jetzt ein paar Kleinigkeiten zu den Gaming Clerks sagen. Nicht viel, nur ein paar wichtige Dinge. So, wer sind die Gaming Clerks denn überhaupt? Wir, die Gaming Clerks, wir sind eine kleine Gesellschaft, Gemeinschaft, wie auch immer ihr wollt, von Leuten, die natürlich rund ums Gaming reden, beziehungsweise rund ums Gaming zu tun haben. Dazu gehören verschiedene Themen, dazu gehören natürlich Let's Plays, wovon wir aber jetzt wirklich mehr als genug haben an Let's Playern, muss man einfach nochmal sagen. Weok LP ist zum Beispiel auch mit dabei, oder Funk Royal, und einfach bekanntere Leute sind aus meinem Umkreis. Aber wir haben natürlich noch andere Themen, wir haben natürlich auch, Leute, die zum Beispiel wie Alter 4 Games, die zum Beispiel einfach nur ein paar Reviews machen. Nur ein paar Reviews, genau. Nein, das sind nicht nur ein paar Reviews, das sind ein paar sehr gut durchdachte Reviews zum Thema Gaming auch. Hier werden zum Beispiel verschiedene Spiele vorgestellt, aber Alter 4 Games kennt eh jeder, da brauchen wir gar nicht erst was machen. Oh mein Gott. Nein, da wollen wir nicht weiter gucken. Der macht für sich selber genug Werbung, in denen er sagt, dass er der schlechteste Partner auf YouTube ist und dass man ihn nicht abonnieren sollte, weil man nur seine Seele verschunden will. Nein, eigentlich nicht. Eigentlich hat er was anderes geschrieben. Gut. So viel dazu. Wir haben viele verschiedene Leute. Wir haben natürlich auch kleine Let's Plays. Und was die Gaming Clerks besonders auszeichnet, ist nicht nur, dass sie jetzt irgendwelche nur weltbekannten Leute bei uns mit reinnehmen. Also, das ist sehr oft kritisiert worden auch bei uns. Nein. Da steckt noch ein bisschen mehr hinter. Wir, die Gaming Clerks, wir kümmern uns auch um ein paar kleinere Leute auf YouTube. Die nennen wir dann unsere Nesthäkchen. Und die werden dann auch, sag mal, ein bisschen hochgezüchtet, könnte man schon fast sagen. Beziehungsweise, da wollen wir mit den Leuten, soll da ein Programm mit erschaffen werden, das wirklich ansehnlich ist. Ja, sozusagen so eine kleine Sache, die Gaming Clerks da auch selber ein bisschen kontrollieren können und die Entwicklung dabei gerne mitverfolgen und mit beihelfen, damit aus diesen Leuten was richtig Gutes werden kann. So, und da habe ich mir jetzt nochmal, und nochmal für ein paar Minuten nochmal drüber zu sprechen, habe ich mir jetzt nochmal eine Person besonders daraus geholt, weil ich einfach zu der gesagt habe, so, ja, für den mache ich etwas. Und das wäre in dem Fall der Wutoholic. Wutoholic, hier oben zu sehen. Hier ist sein Kanal, ist wie gesagt noch ganz klein noch mit dabei, macht aber schon exzellenten Kram. Also ich schaue immer sehr, sehr gerne bei ihm rein. Bei ihm geht es um verschiedene Dinge, bei ihm geht es nicht nur ums Gaming, wir können einfach mal auf seine Videos raufgucken. Ich habe jetzt auch schon einige Sachen von ihm gesehen, ich gucke nicht immer bei ihm rein, aber viele interessante Dinge, besonders zum Thema Gaming, interessieren mich dann doch sehr. Was habe ich noch gesehen? Die Filmkritik zu Let Me In habe ich mir auch angesehen, weil ich den Film selber gesehen habe, wollte ich mal gerne wissen, was er selber dazu sagt. Also er macht verschiedene Dinge. Der Wutoholic oder auch Plöckel, ich nenne ihn einfach mal Plöckel, weil so hat er sich auch bei Skype nennt, macht verschiedene Dinge. Er macht zum Teil, macht er Vlogs, da schnackt er sich einfach mal ein bisschen die Dinge aus, einfach so, ein bisschen sagen, was ihn bewegt, zum Beispiel zum Thema Gamescom, hat er da auch einiges geschnackt. Wir haben aber noch andere Dinge. Er ist auch dabei, Filmkritik zu bereiten, beziehungsweise wirklich sehr, sehr konstruktive Filmkritik damit reinzureiten. Die Sachen sind zwar kurz, aber er arbeitet auch wirklich mit sehr viel, sag mal, Drehbuch, sag ich jetzt mal. Also er sagt nicht alles jetzt aus dem Kopf raus, sondern er macht sich auch wirklich Gedanken darum, was will er sagen, was will er uns überhaupt mitteilen und was ist seine eigene Meinung dazu. Was ich echt, echt cool finde. Hat auch zum Teil auch sehr, sehr viele Custom-Thumbnails schon dabei. Und spielt natürlich auch mal Sachen an, ganz normal, will auch mal ein paar Sachen zeigen. Aber hat eben auch schon sich seine Gedanken zu seinen Themen gemacht. Was ich sehr gut finde, ist, dass er sich vor die Kamera stellt, vor einem Greenscreen oder vor einem Greenscreen und sich damit reinbaut. Ich weiß nicht, ob er einen Greenscreen benutzt, auf jeden Fall benutzt er eine Technik, damit er sich da vor den Bildschirm klatschen kann.
Also sehr, sehr interessant mit anzugucken. Also ich würde euch den Wutaholic sehr gerne empfehlen. Natürlich hat er noch viel an sich zu arbeiten, aber er macht auch schon sehr, sehr vieles richtig. Von daher würde ich sagen, schaut mal bei ihn rein. Und wenn euch seine Videos gefallen, dann würde ich mich auch sehr darüber freuen, wenn ihr ihn einfach mal einen Kommentar oder Kritik hinterlasst, was er sehr, 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 sehr gerne möchte. Er möchte sehr, sehr gerne wissen, was die Leute zu ihm sagen. Und wenn euch das gefällt, natürlich könnt ihr ihn auch abonnieren. Ich habe ihn zum Beispiel auch abonniert, aber das ist dann wieder so, dann müsst ihr selber entscheiden. Da will ich ja niemanden zu zwingen. Auf jeden Fall exzellente Sachen, die ihr hier macht. Kann ich nur empfehlen und würde ich auch echt gut finden, wenn ihr da einfach mal mit reinguckt. Ja, soviel zum Thema Gameclubs und Tentakeln und allem drum und dran. Und zu Alt-L4 Games, keine Ahnung, der mir Angst macht. Und ja, das war's dann. Zu meinem kleinen Werbevideo gewesen. Geil, jetzt muss ich nicht mal sterben, jetzt können sie mir nicht mehr den Kopf abreißen. Das ist das Wichtigste von allen, jetzt können sie mich nicht mal töten, weil jetzt habe ich ein Werbevideo gemacht und ich kriege mein Geld. Das ist das Wichtigste, ich kriege Geld, wisst ihr? Geld ist das Wichtigste im Leben, ihr müsst nur Geld kriegen, darum geht es in der Partnerschaft. Einfach nur Geld. Geld, Geld, wisst ihr, Geld. Nein, kleiner Witz. Ich habe immer Angst, dass mich die Leute nachher ernst nehmen, wenn ich sowas sage, ey. Nein. Natürlich ist das ein netter Nebenbeitrag, den man da bekommt. Aber sagt mir, also wirklich, bei dieser Gemeinschaft dazuzuhören, das ist wirklich klasse. Das sind alles, das sind alles exzellente Leute. Von den Leuten, mit denen ich zu tun habe, mit denen ich rede. Und von da kann ich da die meisten nur gut empfehlen. Und wie gesagt, wenn ihr mal jemand von Game Club seht, der sagt, ey, wie ist der denn bei uns da reingekommen? Dann solltet ihr einfach mal überlegen, ob das vielleicht einfach nur jemand ist, der jetzt halt auch gerade aufgezogen wird und nicht auf sich alleine gestellt ist. Und falls sich jetzt jemand fragt, ob ich jetzt ein Nestchen will, nein, muss ich euch enttäuschen, bin ich leider nicht. Ich bin, tatsächlich bin ich dann doch ein eigenständiger Mitbewohner des Gaming Clerks Hauses und darüber bin ich auch sehr stolz. Und da danke fürs Aufnehmen und danke dafür, dass ihr euch das hier angeschaut habt. Schaut einfach mal bei den Gaming Clerks rein. Wir haben auch noch unsere eigene Website hier, wo wir auch alle Berichte, die wir von unserer Gemeinschaft machen, auch noch einfach nochmal rausbringen. Machen noch ein paar individuellere Berichte über verschiedenste Themen, die ihr auch einfach mal per Klick reingucken könnt. Und das ist doch wirklich lustig. Guck mal, wir schreiben einfach Narf. Machen wir auch manchmal einfach. Wir machen Narf. Und Narf soll uns einfach der Tentakel-Song einfach nochmal bringen. Und zu Ende hin. Ich sag Tentakel hier, Tentakel dort. Ich steck mir Tentakel in den Mund. Tentakel. Tentakel in den Mund. Tentakel. Naja, macht mich echt kirre, ey. Dummer Tentakel-Song, wieso macht ihr so eine Scheiße? Okay, eigentlich finde ich es witzig. Okay, bis zum nächsten Mal dann bei dem nächsten Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Hoffe, ich konnte euch die Gameclubs ein kleines bisschen näher drin, damit ihr wisst, worum es das hier überhaupt geht. Ich meine, den Grundlegenden habe ich hier jetzt einige Sachen erklärt. Wir machen auch Interviews, der Musical macht ihr. Ich mache mit jedem Interviews, die ich kenne. Und das ist auch wirklich ganz witzig so. Das ist leider auch ganz gut so, dass ihr mache Interviews macht. Also, wenn ihr mal ein bisschen mehr auch über unsere Klickschaft erfahren könnt, dann könnt ihr auch einfach mal bei den Musiken bei seinen Interviews mit reingucken. Warum nicht, ne? Ich meine, das ist doch voll gut, ne? Mal gucken! Okay, dann bis dahin. Ciao.